Diesmal möchte ich Werbung machen. Werbung für meine Workshops. Ich biete regelmäßig Workshops an und dabei entwickeln wir Filme, fotografieren, vergrößern die. Und diesmal habe ich mir was Besonderes überlegt, und zwar Porträt- und Aktfotografie. Das ist ein schwieriges Thema und viele haben schon mal überlegt, ich würde gerne sowas machen, weiß aber gar nicht wie. Man kann eigentlich seine eigenen Freunde fragen, aber wie gehe ich da vor? Und wenn ich das dann mich traue zu sagen, hey, ich würde gerne Aktfotos von dir machen oder ich würde ein Porträt machen, wo du vielleicht mehr als nur das zeigst, was dann? Wie gehe ich davor, dass es keine peinlichen Momente gibt, dass es nicht verklemmt ist? Das kann man in diesem Kurs alles lernen. Der richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren und ich habe verhandelt, dass das Land Berlin diesen Workshop großzügig unterstützt. Deshalb kostet er inklusive Übernachtung und allem von Freitagabend bis Sonntagabend nur 110 Euro. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren Berlin so locker ist mit Fördergeldern. Da ist Material, Kamera, Modell, alles mit drinne. Ich biete sowas auch für Leute an, die älter sind als 27. Das ist dann deutlich teurer, aber auch für die wird es in der nächsten Zukunft solche Formate geben. Tragt euch am besten in den Newsletter ein. Ich blende das unten mit ein. Dann bist du immer up to date, wenn neue Workshops kommen. Wir haben das schon gemacht, diesen Workshop, und das war super beeindruckend. Die Bilder waren echt der Hammer und es waren keine Profimodelle, weil du arbeitest vielleicht auch nicht mit Profimodellen, sondern willst vielleicht deine Familie, deine Freunde fotografieren. Und das war beeindruckend, was man mit Laien hinkriegen kann, was man rausholen kann an epischen Bildern an einem Wochenende. Und ja, du bekommst eine Kamera, einen Film, der wird entwickelt. Wir wählen gemeinsam die besten Bilder aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet. Es sind noch Plätze frei.